Shalom, Shalom. Schau gerade die heutige Tora-Portion. Okay. Und Hosea 12, 12. Ja. Wenn du Lust hast, kannst du mit mir die Prophetie lesen, okay? Kapitel 12. In Ephraim ist allenthalben Lüge wider mich und im Hause Israel falscher Gottesdienst. Aber auch Juda hält nicht fest an Gott und an dem Heiligen, der treu ist. Ephraim weidet Wind und läuft dem Ostwind nach, und täglich mehrt es die Lüge und Gewalttat. Sie schließen mit Assur einen Bund und bringen Öl nach Ägypten. Darum wird der Herr mit Juda rechten. Er wird Jakob heimsuchen nach seinem Wandel und ihm vergelten nach seinem Tun. Er hat schon im Mutterleibe seinen Bruder betrogen und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Er kämpfte mit dem Engel und siegte. Er weinte und bat ihn. Dann hat er ihn zu Bethel gefunden und dort mit ihm geredet. Der Herr ist der Gott Zebaoth, Herr ist sein Name. So bekehre dich nun zu deinem Gott. Halte fest an Barmherzigkeit und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Wie Kanaans Händler hat Ephraim eine falsche Waage in seiner Hand und betrügt gern. Denn er spricht: Ich bin reich, ich habe genug. Bei all meinen Mühen wird man keine Schuld an mir finden, die Sünde ist. Ich aber, der Herr, bin dein Gott von Ägyptenland her und will dich wieder in Zelten wohnen lassen wie in der Wüstenzeit. Ich rede wieder zu den Propheten, und ich bin's, der viel Offenbarung gibt und durch die Propheten sich kundtut. In Gilead verüben sie Greuel, darum werden sie zunichte. Und zu Gilgal opfern sie Stiere, darum sollen ihre Altäre werden wie Steinhaufen an den Furchen im Felde. Jakob musste fliehen in das Land Aram, und Israel musste um ein Weib dienen, um eine Frau musste er die Herde hüten. Aber hernach führte der Herr durch einen Propheten Israel aus Ägypten, und durch einen Propheten ließ er sie hüten. Nun aber hat ihn Ephraim bitter erzürnt. Darum wird ihr Blut über sie kommen, und ihr Herr wird ihnen vergelten die Schmach, die sie ihm antun. Kapitel 13. Hier ist eine Endzeitprophetie, okay, weil in Israel, sowohl in Ephraim als auch in Manasse und Juda und Levi und wo auch immer, okay, immer noch Götzendienst betrieben wird, okay, und er wird von Gott ausgeschaltet. Ja. Darauf können sich die zwei Drittel einstellen, ja. Es wird Schreckliches widerfahren. Schreckliches, sie alle erwarten. Ja. Ich empfehle dir die Tora-Lesung natürlich auch, von die halt dazugehört, noch zu lesen. Ich habe jetzt hier eine Luther-Übersetzung, okay, weil die eine Audio dazu hat. Schon mal in der Schlachte 2000. Hosea 12, 12. Sind sie in Gilead nichts würdig gewesen, so sollen sie zunichte werden. Haben sie in Gilgal Stiere geopfert, so sollen auch ihre Altäre wie Steinhaufen auf den Furchen des Ackers werden. Okay. Als Jakob in das Gebiet von Aram floh, da diente Israel um eine Frau. Um eine Frau hütete er die Herde. So hat der Herr auch durch einen Propheten Israel aus Ägypten herausgeführt und es durch einen Propheten hüten lassen. Ephraim hat ihn bitter gekränkt, er wird seine Blutschuld auf ihn werfen und sein Herr wird ihm seine Beschimpfung vergelten. Okay. Israel hat sich in Lügen und Selbstbetrug verstrickt.
Ist es nicht das, was du heute siehst von den zwei Dritteln? Okay. Ephraim hat mich mit Lügen umgeben und das Haus Israel mit Betrug. Auch Juda schweift immer noch umher neben Gott. Also ich lese es jetzt nur vor, weil die Lutherbibel ziemlich schlecht ist. Okay. Und ich will nicht, dass du hier mit einem falschen, also was heißt falsch? Ja, aber ich will nicht, dass du hier so schlechte Übersetzungen mit fortnimmst, ohne dass du die Schlachter 2000 benutzt, den masoretischen Text, okay? Das heißt, der wurde von den Masoreten von dem Althebräisch ins modernere Hebräisch übersetzt. Ja, du hast ja auch die Schriftrollen vom Toten Meer und so, was Belege sind für die Bibel, okay? Ich glaube, nur diese Jesaja-Rolle ist komplett erhalten, okay? Ein bisschen ein Vers oder sowas ist irgendwie nicht zu erkennen oder fehlt oder sowas. Aber die Jesaja-Rolle ist als einzigste komplett erhalten, okay? Aber sonst hast du halt genug Überbleibsel von den anderen Büchern, die den Text eben bestätigen, okay? Also alles Beweise natürlich für die Bibel. Aber die Schmäher und die Lästerer, okay, die gibt es immer, bis sie eben zerstört werden, okay? Und die sind auch. Die sind auch da, ja, um unseretwillen, damit unser Heil und damit wir uns noch mehr freuen können, dass wir die Wahrheit haben, okay? Also Hater in anderen Worten sozusagen, okay? Und da hast du halt Beweise, dass die Bibel hier den Text natürlich in Hebräisch wiedergibt, okay? Und nicht in Deutsch oder Englisch oder sowas, okay? Und ich denke, dass es kein Zufall ist, dass du bestimmtes in der KJV, in der King James Version, so findest, wie du es vorfindest. Und da sie halt in Babylon, also Amerika, hauptsächlich verwendet wird, ist es natürlich auch so Prophetie, okay? Also Amerika ist Babylon. Und die KJV, die King James Version, die benutzt auch den masoretischen Text im Alten Testament, sogenanntes Altes Testament. Und im Neuen Testament benutzt sie den Textus Receptus, die KJV, die King James Version. Beides ist mindestens notwendig für eine anständige Übersetzung, okay, im sogenannten alten und sogenannten neuen masoretischer Text und Textus Receptus, okay, alle anderen Textvarianten sind einfach nur ein bisschen auch zurückgeblieben, okay. So in den Universitäten hast du oftmals diesen in diesen Mac irgendwas Text, okay, auf jeden Fall nicht den Textus Receptus, okay. Das ist natürlich auch kein Zufall, okay. Sondern es sind halt die Textvarianten, die sich am besten dafür eignen, okay, Witchcraft zu verbreiten und Israeliten zu verführen, okay. You see? Also so Sachen wie, du musst die Gebote nicht halten oder wer ist Israel? Okay, du kannst eigentlich jedes Thema, kannst du bewitchcraften, okay, wenn du halt so andere Textvarianten verwendest, weil dort die Wörter teilweise einfach so schlecht übersetzt sind und überhaupt den Sinn komplett umändern, okay. Ja, also jede Übersetzung ist definitiv nicht gleich, okay. Auch Juda schweift immer noch umher, neben Gott, dem Heiligen, der treu ist. Ephraim nähert sich vom Wind und läuft den ganzen Tag dem Ostwind nach. Er wird täglich verlogener und gewalttätiger. Ein Bündnis mit Assyrien wollen sie schließen und Öl wird nach Ägypten gebracht. Auch mit Juda hat der Herr einen Rechtsstreit und er muss Jakob strafen, entsprechend seinen Wegen. Er wird ihm vergelten, entsprechend seinen Taten. Also hier hast du schon eine Prophetie, okay, auf die zwei Drittel, wenn du mich fragst, okay, die ausgelöscht werden müssen. Aber die ein Drittel sind natürlich hier nicht gemeint, okay. Schon im Mutterschoß hielt er die Verse seines Bruders und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Also hier müsstest du sagen, mit einem Engel, okay. Es wird nicht Gott selber gewesen sein. Ja, oder Yahawashai von mir aus, okay, einer der höchsten Engel, der da kämpfte, weil er sagte ja, wenn du mich siehst, dann siehst du Gott. Ja, das heißt, du kannst ja auch Gott stehen haben, ja. Elohim, wie auch immer, was auch immer verwendet wird, okay. Auf jeden Fall wird es nicht Gott selber sein, okay, weil Moses hat als einzigster, wenn Gott gesehen, er hat Gott gesehen, okay, laut Text, aber halt von hinten, weil Gott halt gesagt hat, du darfst, oder ein Mensch kann mich nicht von vorne sehen oder
Du darfst mich nur sehen, wie ich halt von dir gehe. So weißt schon, so ein Bild von hinten quasi. Okay. Und hat einfach mit seiner Majestät zu tun, okay. Und mit seinem heiligen, ultra herrlichen Glanz wahrscheinlich, okay. Seine Augen sind sozusagen millionenmal greller, okay. Sage jetzt mit Absicht greller als die Sonne. Okay. Das heißt, wenn du schon bei der Sonne ein UV-Strahlenproblem bekommst, wie viel mehr dann noch bei Gottes Augen, okay? Das heißt, ja, kannst du dir dann selber vorstellen, okay? Das heißt, die Glückseligen werden Gott schauen, okay, aber du wirst Gott dann im Königreich oder wann auch immer, dass dann die Prophetie sich erfüllen wird, okay, Precept solltest du kennen, wirst du ihn ganz sicher nicht als Menschwesen in dieser Form, sondern wenn dann als verherrlichtes Wesen schauen, okay. Und das heißt, wir werden in einem Augenblick sozusagen verwandelt, okay, in dieses neue Wesen, was sich natürlich auch materialisieren kann und so, okay. Und erst dann kannst du Gott wahrscheinlich ganz schauen, okay. Wer weiß, ob du dann überhaupt ihn ganz schauen kannst, okay. Genau, also es wird hier kaum Gott selbst sein, okay. In diesem Sinne, okay. Wenn dann Yahweh Shai, der, wo du sagen kannst, wenn du ihn siehst, siehst du gleichzeitig Gott. Was aber jetzt nicht heißt, dass Gott in seiner Präsenz selber da jetzt mit Jakob kämpft, okay. Was aber hier schon Jakob ist positiv und negativ zugleich, okay. Weil Jakob zeigt einfach, er ist einfach jemand, der Gott sehr gefällt, okay, weil er einfach eine gewisse Art Furcht, okay, vor Gott hat. Eine gewisse Furcht vor Gott hat, die einfach vonnöten ist, okay. Und hier steht nicht umsonst, ja, hielt er die Verse seines Bruders und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel, okay, hier steht noch Engel, und siegte, er weinte und flehte zu ihm. Okay, er weinte und flehte zu ihm. Okay, also Jakob, was du heute auch siehst, okay, wir flehen und weinen, okay, dass das Königreich endlich kommt, okay. Was jetzt natürlich auch passiert, weil er lässt die Zeit schneller vergehen für seine Auserwählten, okay. Und wir kämpfen zwar nicht jetzt direkt mit, aber wir kämpfen in Manneskraft, okay, aber wir kämpfen jetzt nicht direkt mit Gott, sondern wir kämpfen halt mit der linken Handseite von Gott, das heißt mit den Wicked-Sachen, die er selbst geschaffen hat, okay. Das heißt, wir sind hier im Spiritual Fight, okay. Und Gott hat sowieso alles geschaffen, okay. Aber sowohl das Böse als auch das Gute. Das heißt, wir kämpfen gegen das Böse. Das würde heißen, wir kämpfen gleichzeitig auch irgendwo gegen Gottes Schöpfung, wenn du verstehst, was ich meine. Ich hoffe, du kommst noch mit, okay. Aber wir kämpfen nicht gegen Gott direkt, weil erstens, es würden wir niemals machen. Zweitens, wir lieben Gott und wir fürchten ihn. Und wir halten seine Gebote, okay? Du hast natürlich auch Israeliten heute, die nicht nach seinem Willen tun und sogar ihm fluchen und so, okay? Die werden sowieso alle vernichtet mit den Heiden zusammen, okay? Sowieso. Okay. Und in Bethel hat er ihn gefunden und dort hat er mit uns geredet. Nämlich der Herr, der Gott, der Herrscher, dessen Gedenkname Herr ist. Okay, du hast so einen Israeliten in der Tora, irgendwo zwischen 3. Buch Mose und 4. Buch Mose, wenn man ihn Israeliten nennen kann. Okay, seine Mutter war wohl Jüdin, also seine Mutter war Israelitin, sein Vater war scheinbar nicht Israelit. Okay, jetzt rate mal, was passiert ist. Das einzigste Beispiel, wo uns so jemand mit einer jüdischen Mutter und einem nicht-israelitischen Vater vorgeführt wird. Das einzigste Beispiel in der Bibel überhaupt, okay? Was hat er gemacht? Er hat Gott geflucht. Okay? Und das zeigt natürlich, das soll natürlich etwas aussagen, okay? Gleichzeitig hast du in der Tora-Portion, die heute gelesen wird, Genesis 28, hast du Isaak, den Vater von Jakob, okay? Der zu Jakob gesagt hat, nimm dir ja keine kanaanitische Frau. Ja nicht, okay?
Und dann hast du Mose später dann, der sich eine kanaanitische Frau nimmt, sogar zwei. Und die Kinder werden trotzdem als Leviten gezählt, okay? Und es ist auch alles ganz normal mit denen, ganz rechtens mit denen, okay? Und so weiter und so fort. Dann hast du halt noch das Königsgesetz, okay? Dass nur Brüder, also israelitische Brüder, herrschen dürfen über Israeliten. Und dann hast du einen König, der hat sogar eine ammonitische Mutter gehabt. Und Ammoniter sind verbannt auf Ewigkeit eigentlich. Okay, sogar. Aber das zeigt dir halt, dass die Mutter halt nichts mit deiner Nationalität zu tun hat. Und quasi nichts an deiner Nationalität oder deiner Identität ausrichtet. Okay. Weil Ammoniter wurden tatsächlich sogar verbannt. Okay. Jetzt hast du halt hier heidnische Frauen, teilweise heute. Okay. Aber hier die Aussage von Isaac, nimm dir ja keine kanaanitische Frau, war sogar vor dem Gesetz noch, okay, und so weiter und so fort. Aber ja, er war halt trotzdem König und noch viele weitere, okay. Und da hast du halt gleich wieder einen Zusammenhang, okay. Gott zeigt ganz klar, was von vornherein seine Gedanken sind, obwohl wir natürlich nicht alle Gedanken verstehen, okay. Aber schau dir mal das Video von mir an, Jakobs Y-Chromosom, Jakobs Y-Chromosom, ist die Elite, okay? Also die Mutter macht, wie gesagt, nichts an deiner Identität aus, beziehungsweise hat nichts mit deiner Nationalität zu tun, okay? Dann hast du in Numbers noch den Vers mit, und sie haben halt geprüft, sozusagen, ob diese Leute überhaupt bei uns im Tempel, glaube ich, war das in dem Fall, dienen dürfen, okay? Und dann haben sie das nach dem Haus des Vaters gemacht. Okay, wieso? Weil das Haus der Mutter, was es überhaupt nicht gibt, okay, weil der Vater ist das Haus der Familie, ist das Haupt der Familie. Okay. Aber sie haben halt sie haben das nach dem Haus des Vaters gemacht. Wieso? Weil die Identität, die Nationalität deines Vaters auch deine ist, okay? Deswegen ist Jakobs Y-Chromosom, das, was deine Nationalität ausmacht, okay. Wie gesagt, du hast einen, der überhaupt angeführt wird und der hat Gott geflucht, okay. Das hast du bestimmt heute auch, der jetzt eben eine israelitische Mutter hatte und einen nicht israelitischen Vater scheinbar, okay, laut Text. Was macht er? Er flucht Gott, okay. Es wirft ein Licht auf eben die Tatsachen. Okay. Und sagt die Bibel was über Geburtstage? Nein, okay, aber hast du Geburtstage, die erwähnt werden? Also die vorfallen in der Bibel, ja öfter sogar, also öfter als einmal. Ja. Einmal Pharao und einmal die Tochter war das Herodes? Irgendwie so, je nachdem. Wie auch immer, die hat jedenfalls Johannes den Täufer köpfen lassen an ihrem Geburtstag. Was zeigt dir das? Dass Geburtstage erstens nicht wichtig sind, okay, und zweitens, dass an Geburtstagen immer irgendwas geschieht, was nicht gut für Israel ist, okay? You see? Und du musst ein bisschen deeper denken, wenn du mit der Bibel arbeitest. Ja, aber hauptsächlich, worum es mir gerade geht, ist eben die Identität, die Nationalität. Okay, es ist wichtig zu verstehen, aber das Thema ist tatsächlich nicht deep. Okay, das Thema ist nicht deep. Es ist ziemlich simpel. Wird anhand deines Vaters festgemacht. Okay? Und selbst wenn du heute Israeliten hast, die kanaanitische Frauen heiraten, okay, es mag zwar damals hier auch schon von Gott nicht gesegnet sein und so, dass man das hier, also dass man das machte und macht und so weiter, vor dem Gesetz, nach dem Gesetz, im Gesetz, wie auch immer. Okay? Diese Leute werden trotzdem als Israeliten selbstverständlich gezählt. Okay? Und wenn du was dagegen hast, dann hast du was gegen Gott. Okay? Gegen den Gott Israels. Ich weiß ja nicht, ob du Hamid oder wie auch immer bist. Okay?
Dein Vater ist womöglich Hamit und deine Mutter ist Israelitin, okay? Oder beide sind Hamiten oder Edomiten, okay? Wie auch immer. Jedenfalls musst du dich von diesen Bräuchen entfernen, komplett, okay? Und wie gesagt, das Thema ist nicht deep, okay? Deine Identität ist die deines Vaters, okay? Auch Ephraim spricht: Ich bin doch reich geworden, ich habe mir ein Vermögen erworben, an all meinem Erwerb wird man mir kein Unrecht nachweisen können, das Sünde wäre. Okay, hast du heute auch viele Israeliten, die sagen: Okay, ich arbeite viel, ich habe mir jetzt nicht Reichtum unbedingt jeder, ja, aber was angeeignet und so, ja. Man wird mir kein Unrecht nachweisen können, ich halte die Gebote, oder, nee, Moment, ich weiß, dass ich Israelit bin, okay? Und ich arbeite, aber ich halte die Gebote nicht, okay? Und ich mache keine Sünde. Okay? Aber die tun sich wahrscheinlich selber, die tun sich selber ausmachen, was Sünde ist und was nicht. Die gehen nicht nach der Bibel, okay? Und sie sind nicht reich für Gott, sondern sie sind reich für ihre eigenen, Zwecke. Okay? So kannst du es hier verstehen. Ganz kurz noch, und zwar schau dir das Video mal an, wenn du es noch nicht gesehen hast. Y-Chromosom ist die Elite der Gene. Okay. Also die Linie von Jakob, auf die es einzig und allein ankommt, wird durch das Y-Chromosom fortgetragen, wird Israeliten, also Israeliten werden durch das Y-Chromosom quasi gemacht, erzeugt. Okay. Eine Frau ist nicht in der Lage, wie es die Bibel uns durchgehend zeigt, okay, erstens gerecht zu sein scheinbar, okay, darauf wirft die Bibel auch ein Licht, okay. Im Kingdom ist es was anderes, okay, da gibt es gerechte Frauen. Ich glaube, es sagt dir im Wisdom of Solomon oder irgendwie so, das Precept kennst du wahrscheinlich, okay. Unter 1000 Frauen hat Salomon keine einzige gerechte gefunden, okay. Aber zweitens, sie ist nicht in der Lage, ein Y-Chromosom weiterzutragen, geschweige denn zu erzeugen, okay? Also es, wie gesagt, das Thema ist nicht so deep, okay? Und unsere Mütter sind sowieso alle auf Eva zurückzuführen, beziehungsweise spielt da einfach keine Rolle, okay? Was die Mutter ist oder so. Ich sag, wie gesagt, nicht, geh raus und heirate eine nicht-israelitische Frau, okay? Ultimativ weißt du natürlich nicht, ob sie israelitisch ist, okay, aber schau nicht darauf, okay? Beziehungsweise versuch einfach gerade in dieser Zeit keine Heiden zu heiraten, okay? Was heiraten ist, solltest du auch wissen. Sex, okay? Das hast du in der Tora-Portion, glaube ich, mindestens dreimal erwähnt wieder, okay? Weil es, wie gesagt, in der ganzen Tora so ist. Sex ist heiraten, okay? Das heißt jetzt nicht, dass du Prostituierte heiratest. Das heißt jetzt nicht, dass du das und das machst, okay, wenn du Geld dafür bekommst, wenn du Geld dafür vergibst, dann ist es natürlich nicht heiraten, okay. Und außerdem kannst du jetzt nicht einfach jedem hier, was weiß ich, okay, du kannst jetzt nicht einfach Sex haben, okay, und dann sagen, okay, ich bin mit der verheiratet und morgen habe ich mit der Sex und dann bin ich mit der verheiratet. Nein, so ist es nicht gemeint, okay. Die Tora sagt uns, dass Sex heiraten ist, dass zu ihr eingehen heiraten ist, okay? Was jetzt aber kein Freibrief ist, um zu sündigen, weil du musst verstehen, dass du, egal mit wem du schläfst, du setzt dich auf eine geistliche Wertebene mit dieser Person, okay? Das heißt, es spielt sehr wohl eine Rolle. Und ich sag dementsprechend nicht, dass du rausgehen sollst und eine Heidin heiraten sollst, okay. Wenn sie Jungfrau ist, keine Ahnung. Keine Ahnung, es kommt immer auf die Zeit drauf an und so, okay. Und es ist eher nicht so gut, aber im Endeffekt weißt du nicht, ob die Frau Israelitin ist oder nicht, selbst wenn sie Melanin hat. Das spielt keine Rolle, wie viel, okay. Damals waren die Israeliten auch sozusagen schon bunt.
Also erstens gibt uns die Bibel vor, dass du ausschließlich einzig und allein auf den Vater schaust, wenn es um Identität bzw. Nationalität geht. Aber es ist kein Freibrief, um zu sagen, ich heirate Heiden, okay? Weil es wird von Gott auch mehr oder weniger als nicht sonderlich gewollt hingestellt, okay? Und beachte immer die Zeit. Du hast die Kriegszeit, wo von feindlichen Nationen wir die Frauen von anderen Nationen, was natürlich dann den ultimativen Sieg wiedergibt, okay, wenn du die Frauen dann halt dir schnappst, sozusagen. Das ist schon, glaub mir, das ist schon auch, das ist auch schon so, okay. Wenn du im Kingdom die Jungfrauen der heidnischen Nationen zu dir geführt bekommst und so, okay, das hat alles damit zu tun, mit dem ultimativen Sieg, mit dem ultimativen Königtum, okay, oder ultimative Macht. Wie gesagt, das wird dann in der Kriegszeit, wenn dir eine da gefällt, dann sollst du sie halt nehmen, okay? Was halt vom Krieg da übrig bleibt und so, okay? Aber dann hast du, also ich bring dir nur ein paar Beispiele, okay? Dann hast du Aaron und die andere, okay? Die Mose da verurteilen wollten, weil er eine kanaanitische Frau genommen hat. Und was ist passiert? Sie hat Aussatz bekommen. Und es ging zwar nicht ausschließlich um die Verurteilung, was sie da Mose anbringen wollten, wegen der heidnischen Frau, die er sich genommen hat. Und wie gesagt, du hast hier Isaak, der sagt, nimm dir ja keine kanaanitische Frau, okay? Weil es war davor schon klar, okay, weil ein mündliches Gesetz schon bestand und so weiter und so fort, okay? Sondern es war eher wegen dem Priestertum, was Mose allein hatte, okay? Da waren sie halt auch wahrscheinlich ein bisschen neidisch. Könnte man interpretieren, okay? Also es war wahrscheinlich nicht nur wegen der heidnischen Frau, die er sich genommen hat, okay? Wahrscheinlich. Aber trotzdem ändert nichts, sie hat Aussatz bekommen, okay? Also sie wurde sozusagen pinkhäutig an gewissen Stellen, aber nicht direkt pinkhäutig, sondern eher tatsächlich weiß dann, okay? Also tatsächlich so weißlich so, okay? Also nicht so, was du heute als pinkhäutig, und da meine ich jetzt so genannt weißhäutig, deklarieren würdest, okay? Und dann hast du noch Beispiele, wo, ja, wie gesagt, du hast das Königsgesetz und du hast halt dieses Beispiel mit dem Typ, der wohl Israelit genannt wurde. Ja gut, Israelit wurde er nicht genannt, er wurde halt behandelt, oder beziehungsweise du hast ja das Multitud, was aus Ägypten mitkam, okay? Was heißt Multitud? Das heißt halt einfach Völker, Mischvölker aus den ägyptischen Nationen, okay? Da waren einfach komplett verschiedene, was weiß ich, Menschen dort, die von verschiedenen Nationen kamen, okay? Und die kamen alle mit, aber wurden ultimativ natürlich alle zerstört, okay? Das heißt, du hast da Leute mitgehabt, die von mir aus von Asien kommen oder so, was weiß ich, okay? Aber insgesamt ist gemeint, dass es viele Nationen da unter Israel gab, okay? Also es sind viele Leute da aus Ägypten mitgezogen, die teilweise wahrscheinlich nicht mal aus Ägypten kommen, okay? Also sprich, du hast dort keine Ahnung, was für Rassen von Menschen, okay? Das ist damit gemeint. Und die sind ultimativ alle zerstört worden. Und da wurde auch erstmal jeder sozusagen unter das Gesetz gestellt, okay? Sowieso. Also du hast auch Fremde, die unter das Gesetz gestellt wurden. Das heißt, dieser Typ, ich glaube, wie hat er das gemacht? Issachar Kappel, okay. Habe ich in vielen meiner Playlists ein Video von ihm, wo er es hinstellt, als wäre dieser Typ Israelit, der eine israelitische Mutter hatte und einen heidnischen Vater. So sagt es erstmal der Text. Aber im Endeffekt wurde er wie alle Fremden, okay, halt einfach behandelt, als wäre er ein Israelit unter dem Gesetz, weil jeder, der bei Israel ist, muss als solcher behandelt werden, ist doch klar, okay. Naja, jedenfalls wurde er wie ein Israelit behandelt, aber was hat er gemacht? Und wie gesagt, das ist das einzigste Beispiel, was uns vorgeführt wird von jemandem, der nur eine israelitische Mutter hat. Er hat Gott geflucht, okay. Also er kam damit in den Streit mit einem Bruder und hat dann irgendwie angefangen zu fluchen, okay. Also es zeigt dir schon,
Ja, ich will, weißt du, wie ich meine? Ich verurteile nicht. Ich bin vorsichtig. Okay. Du kennst mich, aber es zeigt dir, wie bei den Geburtstagen, okay, aus welcher Perspektive Gott die Dinge sieht. Okay. Gott vom Land Ägypten her, ich werde dich wieder in Zelten wohnen lassen, wie zur Zeit des Laubhüttenfestes. Ich habe zu den Propheten geredet und viele Offenbarungen gegeben. Was ich dazu erwähnen will, ist noch, also ich kenne tatsächlich niemanden, der eine israelitische Mutter hat und einen heidnischen Vater. So wird es uns erstmal im Text gegeben, okay, wie gesagt, aber alle Fremden wurden als Israeliten behandelt, okay, sonst hättest du, ja, sonst gäbe es keinen Exodus sozusagen, okay, wenn man die Fremden. Man soll den Fremden gleich behandeln wie einen Israeliten, steht tausendmal in der Bibel sozusagen. Okay, nicht wortwörtlich, aber du weißt, was ich meine. Okay. Das heißt, du kannst nicht hergehen und das so auslegen, wie auch immer. Der tatsächlich hier fest im Wort ist und die Wahrheit hat und predigt. Okay, keinen einzigen. Okay. Nur so, nur, es sei jetzt nur mal so dahingestellt, okay. Aber wie gesagt. Glaub, was du willst, okay, mir ist das egal. Aber pass auf dich auf, okay, was du von dir gibst, okay. Pass ja auf. Okay. Wir haben die Prophetien, dass der Neid von den Nordstämmen hauptsächlich, okay, auf Juda aufhören wird. Okay, was ist das für ein Neid? Du hast tatsächlich welche, die möglicherweise neidisch sind auf Juda, das habe ich dir mal erzählt. Weil Juda tatsächlich wahrscheinlich eher mehr Melanin hat. Okay. Und dieser Neid wird natürlich ultimativ genommen, wenn. Also, das kann man auch dazu zählen, okay. Wenn in einem Augenzwinkern, in einem Augenblick, diese verwandelt werden in das neue Wesen, okay. Weil du hast tatsächlich welche, die. Pinkhäutig sind, scheinbar, okay. Also der Prophetie gemäß. Und diese sind erstmal halt pinkhäutig. Das würde heißen, sie haben wahrscheinlich auch eher, sie hätten wahrscheinlich eher gern Melanin, okay. Vor allem, wenn sie in der TUF sind und merken, oh, ich bin Israelit, okay. Aber wie gesagt, selten der Fall. Sprinkled Bird, okay. Gesprenkelter Vogel, Prophetie. Und Cake Not Turned, nicht umgedrehter Kuchen, der auf einer Seite dann komplett anders aussieht wie auf der Seite, okay, die gebacken wurde. Das zeigt dir das ein bisschen, okay, und das könnte mit dem Neid zu tun haben, wenn du mich fragst, okay. Ich aber der Herr bin dein Gott vom Land Ägypten her. Ich werde dich wieder in Zelten wohnen lassen, wie zur Zeit des Laubhüttenfestes. Also du kannst heute nicht nach dem Äußeren gehen, wer Israelit ist und wer nicht. Vor allem, wenn du dann im Königreich sehen wirst, wer da alles mit dabei ist, okay. Aber glaub mir, du hast Möglichkeiten, um zu unterscheiden, okay. Du hast Möglichkeiten, okay. Es hat alles mit dem Spirit zu tun und auf meinem Kanal siehst du auch einen Bruder namens Amarwan Ibad, okay? Und er sagt auch, wenn du 10 Minuten in einer Convocation bist, okay, und du hast da jemanden drin, der ist von mir aus pinkhäutig, okay? Ich meine, sogenannt weiß, nennen sich ja selber weiß teilweise, okay, aber ist natürlich pink. Pink und Gelbtöne sind auch dabei, okay, wenn du es genau wissenschaftlich wissen willst. Glaub mir, er hat gesagt, in 10 Minuten kann ich dir sagen, ob der Israelit ist oder nicht. In 10 Minuten, okay. Und natürlich, okay. Natürlich kannst du es. Okay. Natürlich kannst du es. Ich habe zu den Propheten geredet und viele Offenbarungen gegeben. Und durch die Propheten in Gleichnissen gelehrt. Und er meint übrigens auch, sagen wir mal, nicht unbedingt so hamitisch,
dunkelhäutig, wobei es da auch viele gibt in Israel, aber auch dunkelhäutige, okay. Er meint jetzt natürlich nicht nur hier die Pinkhäutigen, sondern er meint auch Dunkelhäutige, okay? Einen Nicht-Israeliten wirst du erkennen, okay? Ob es jetzt Prophetie ist, ob es die Tuf ist, ob es irgendwas ist, was diese Person nicht verstehen kann, okay? Früher oder später werden diese nicht nur ausgesondert, sondern du wirst sie ultimativ erkennen, okay? Vor allem, wenn du von den Auserwählten bist. Wer will dir was vormachen, okay? Und achte mal drauf, okay? Achte mal drauf. Nicht-Israeliten sind oftmals dabei, sich zu korrigieren, okay, weil sie teilweise unbedacht Sachen aussprechen, die nicht von Israel sind. Okay? Ich lasse es einfach mal so stehen. Okay? Du weißt selber, ich will nicht so tief auf das Thema eingehen. Wobei das ja wieder was anderes mit aufgreift, okay? Ist auf jeden Fall möglich, okay, und du wirst staunen, was Gott im Spirit für uns bereithält und was er uns noch nicht gegeben hat und was er uns eben schon gegeben hat, okay, und was du alles schon mit diesem Spirit machen kannst, okay. Aber glaub mir, es gibt viele Hamiten unter uns, okay, und auch viele Pinkhäutige, die denken, sie seien jetzt da von den verlorenen Stämmen und sie sind es nicht, okay. Sei vorsichtig, okay? Achte auf Prophetien, okay? Und achte ultimativ auf den Spirit, okay? Wie gesagt, Jakobs Y-Chromosom, okay? Darum geht's. Okay? Und sei vorsichtig mit den kanaanitischen Bräuchen und kanaanitischen Menschen unter uns, okay? Nicht umsonst hat Isaak vor ihnen gewarnt, okay? Sind die heute sozusagen im Internet hauptsächlich sind und ihre Bräuche da oder ultimativ ihr Streben nach Geld, nicht nach Gott, okay, die zwei Herren dienen und sie können nicht zwei Herren dienen, es ist nicht von Jahweh, okay, eigentlich aus sind und nichts mit Israel zu tun haben. Okay. Aber das sind genau die, die von mir aus komplett aus Kanaan sind und eigentlich gar nichts mit uns zu tun haben. Okay. Und wir sollen, wie heißt es? Wir sollen den Ägypter nicht verabscheuen und wir sollen den Edomiter, steht im Text, nicht verabscheuen. Edomiter steht aber so gesagt nicht drin. Da steht eigentlich Assyrer oder sowas, okay? Also passt da auch immer auf, okay? Du weißt, was Gott von den anderen Nationen hält, okay? Eigentlich nichts, sogar noch weniger wie nichts, okay? Und deine Nationalität ist die deines Vaters, okay? Das heißt, du musst alles im Kontrast zueinander sehen, alles im Zusammensehen, okay? Und dann natürlich nach der Tora wandeln. Das ist das Einzigste, was du machen sollst. Okay? Und du kannst das Böse hassen und du kannst die Ungerechtigkeit hassen. Okay? Gibt keinen Grund zu sagen, du kannst es nicht. Ich habe zu den Propheten geredet und viele Offenbarungen gegeben und durch die Propheten in Gleichnissen gelehrt. Und Gott redet immer durch die Propheten oder durch Offenbarungen und durch Botschaften und so weiter. Wenn dir heute jemand sagt, er hat einen Engel gesehen, okay, erst recht, wenn dieser Engel pinkhäutig ist, glaubst du ihm einfach nicht, okay. Wenn dieser Engel irgendwas gesagt hat oder wenn sie sehen, ja, ich habe Geist, dann haben sie irgendwie keine Werke vorzuweisen, okay, schaust du auf ihren Kanal, kein Video, wie auch immer. Sei vorsichtig, okay. Was meinst du, was Satan drauf hat? Der kann dich sonst wie verwirren, der kann dich sonst wie durch Kanaan, durch Edom, okay, es gibt auch viele dunkelhäutige Edomiter, viele wissen es nicht mal, okay, er kann dich verführen, er kann dich verführen, die Truth, okay, und das Spirit ist das Einzigste, okay, im Precept solltest du kennen, der Geist selbst gibt Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind, okay, du hast keine andere Sache, die ultimativ beweist, wer du bist. Natürlich kannst du heute sagen, okay, ich bin von dem Gebiet, das Bantu, von dem Gebiet sind Israeliten und so weiter und so fort. Aber ultimativ hast du diese kanaanitische Vermischung unter uns, die hauptsächlich in den dunkelhäutigen Bereich geht halt, okay? Und dann hast du, wie gesagt, die Mütter, die alle ultimativ auf Eva zurückführen und wonach deine Nationalität ganz einfach nicht bestimmt wird. Okay, das heißt, du kannst nur nach dem Y-Chromosom gehen von Jakob, ultimativ. Das wirst du bei meinem Kanal ein bisschen
auch vertieftes Thema erkennen können. Okay. Weil Gott eben mit diesem maskulinen Spirit arbeitet und nicht mit diesem femininen Spirit. Okay, deswegen mag ich Amawan Ebert seine Videos auch. Amawan Ebert hat übrigens komplett hellhäutige Eltern. Okay. Eine Mutter. Ne, Moment, wie war das? Seine Mutter ist komplett hellhäutig, aber die Eltern von seiner Mutter sind Israeliten, okay? Dunkelhäutige Israeliten. Und seine Mutter ist wohl hellhäutig rausgekommen. Sein Vater ist Israelit, dunkelhäutig. Und er selbst ist auch dunkler wie ich, okay? Interessant, oder? Na, jedenfalls, wie gesagt, du hast auch Albinos und sowas, okay, das heißt, du kannst nicht nach Melanin gehen, okay, aber Albinos sind halt auch blond und so weiter und so fort. Das ist ziemlich kompliziert, okay, verlass dich einfach nicht auf deinen Verstand, verlass dich auf den Spirit, okay, aber wie gesagt, das kommt auf das Y-Chromosom an und das wirst du auch noch merken, glaube ich. Naja, jedenfalls, Amawan Ebert kann diesen femininen Spirit, vor allem in Israel, auch nicht aushalten, okay. Ich kann es auch nicht aushalten, wenn neben mir ein Mann ist, vor allem Israelit, der in diesen femininen Spirit kommt, okay. Ich bin immer cool down, okay, aber ultimativ vertrag ich es einfach nicht, okay. Da wird mir einfach nur schlecht, okay. So emotional handelnde Menschen sind nichts für mich, okay. Und im Königreich werde ich die auch richten, vor allem die, okay, weil die mir einfach auf den Keks gehen, okay. Sie sind in Gilead nichts würdig gewesen, so sollen sie zunichte werden, haben sie in Gilgal. Und die sind sowieso nur, weißt du, auch die Frauen von denen, die sehen die auch als nichts an, weil sie genau wissen, es sind Sims, okay, schau mal das Wort Sims nach, sind einfach Männer, mit denen du zusammen bist, okay, weil du ultimativ keine besseren bekommst und einfach diese normalen 0815 Männer brauchst, okay, und keine besseren bekommst oder einfach Geld willst. Meistens haben Sims mehr Geld. Okay, aber ultimativ kannst du nichts mit diesen Männern anfangen, weil sie emotional sind, beziehungsweise weil sie einfach keine Ahnung von nichts haben, okay? Und einfach nur insoweit Mann sind, okay, dass sie sich als Mann bezeichnen können, okay, geburtsmäßig. Sims, okay? Einfach Sims trifft es am besten, okay? Wenn du nicht weißt, was ein Simp ist, okay. Dann ist eh egal, okay. Sind sie in Gilead nichts würdig gewesen, so sollen sie zunichte werden. Haben sie in Gilgal Stiere geopfert, so sollen auch ihre Altäre wie Steinhaufen auf den Furchen des Ackers werden. Als Jakob in das Gebiet von Aram floh, da diente Israel um eine Frau hütete er die Herde. So hat der Herr durch einen Propheten Israel aus Ägypten herausgeführt und es durch einen Propheten hüten lassen. Ephraim hat ihn bitter gekränkt, er wird seine Blutschuld auf ihn werfen. Und sein Herr wird ihm seine Beschimpfung vergelten. Oh. Ja, alles Prophetien. Ja. Ich gehe jetzt mal ins erste Buch Mose 28 rein. Zwar Vers 10 beginnt es. Und ich habe davor auch hier Luther leider gehabt, okay. Luther hast du auch die Apokryphen tatsächlich drin, einfach weil diese Luther-Übersetzungen, da ist es einfach, schau, du hast einen Unterschied zwischen den deutschen Übersetzungen. Ich rede jetzt einfach mal von den deutschen. King James Version ist sowieso die beste überhaupt, okay. Wie gesagt, masoretischer Text im sogenannten Alten und Textus Receptus im sogenannten Neuen. Die ist sowieso King, okay? Es ist kein Zufall, dass King James, der König, selber Israelit war, okay? Was natürlich heute hauptsächlich weiß gewaschen wird, auch verbal, okay? Aber seine Tochter war, glaube ich, sogar noch Israelitin, die noch regiert hat in England, okay? Und so weiter und so fort. Ist eigentlich nicht wichtig. Jedenfalls, er war Israelit und da merkst du auch, dass die Übersetzung eigentlich nur das alles richtig machen kann, was man richtig machen kann. Perfekt ist sie natürlich nicht, okay. Aber ultimativ ist das natürlich die beste Bibel und die Wahrheit kommt, wie gesagt, aus Babylon, Amerika. Aber wenn du im deutschen Bereich bist, dann hast du die Lutherbibel, der es einfach komplett egal ist. Da ist alles so schlampig und so schlecht übersetzt, dass es teilweise schon wieder richtig ist, okay.
Einfach nur lustig. Okay, du hast zum Beispiel Osterfest drin stehen statt Passafest, okay? Also Osterfest, wie schlecht kann man übersetzen? Was hat Ostern mit Israel zu tun? Wie heidnisch ist bitte das Wort Ostern, okay? Wie heidnisch. Heidnischer geht's nicht, okay? Und das hast du halt einfach in den Lutherbibeln drinstehen zum größten Teil. Okay, also so schlampig und so schlecht übersetzt wie in den Lutherbibeln, es geht nicht mehr schlampig, es geht nicht mehr schlechter, okay? Und da redest du über die Lutherbibeln, okay? Aber jetzt pass auf, wenn du eben so schlecht übersetzt, dann ist es dir teilweise scheinbar auch egal, was drin steht. Deswegen hast du in der Lutherbibel zum Teil auch die Apokryphen. Deswegen hast du, okay, was gut übersetzte deutsche Bibeln würden niemals die Apokryphen benutzen in den Büchern, weil sie genau wissen, das ist gegen ihr heidnisches Verhalten und gegen die Heiden selbst. Okay? Allein die Existenz von diesen Büchern, okay? Aber die Lutherbibel, komplett egal, okay? Und dann hast du, wie gesagt, noch die Schlachter 2000, die benutzt auch den masoretischen Text. Sehr gut übersetzt, okay? Aber sobald es dann ins Neue Testament übergeht, so genannt alles natürlich nur, es gibt nur ein Buch, okay? Es gibt kein Neues und Altes Testament. Reiß die Seiten am besten raus, wenn du eine Bibel hast, wo du siehst, okay? Bei mir alles, glaube ich, rausgerissen, so gut wie. Wie gesagt, okay, da beginnst du dann mit Schlachter 2000, mit Elberfelder, die würde ich dir im Neuen Testament eher empfehlen, okay. Da geht es vor allem um unreine und reine Speisen und so Zeug, was einfach falsch übersetzt ist von so Lutherbibeln und so, okay. Das heißt, du hast da auf jeden Fall definitive Unterschiede, okay. Aber ultimativ merkst du halt bei den deutschen Bibeln, okay, dass sie nicht an die King James Version drankommen, okay. Und die King James Version hat, wie gesagt, auch nicht umsonst ein Israelit hier uns sozusagen zur Verfügung gestellt. Okay. Und hier, wie gesagt, SCH 2000, Schlachter 2000, kann ich dir im Alten Testament nur empfehlen. 28,10. Jakob aber zog von Beersheba aus und wanderte nach Haran. Und er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm von den Steinen jenes Orts und legte sie unter sein Haupt und legte sich an den Ort schlafen. Bruder Preach the Living Water hat ein Video gemacht, der geistliche Mensch beurteilt alles, aber er selbst wird von niemandem beurteilt. Okay, wer will ihm was vormachen? Okay, Precept solltest du kennen. Was heißt das? Das heißt, wir sehen das alles, was hier geschieht auf der Erde, was die Heiden machen, okay? Was unter uns die zwei Drittel machen und so, okay? Wir sehen das alles und wir beurteilen es, aber uns selbst wird niemand beurteilen, okay? Und wenn du es hier siehst mit den ganzen Übersetzungen, mit dem ganzen Zeug, was gepredigt wird im Internet und so, beurteile es. Beurteile auch die Prophetien und die Hamiten unter uns und die Edomiter unter uns, okay? Beurteile alles. Aber wonach? Wonach kannst du urteilen? Ausschließlich nach der Tora, okay? Verstehe diese Tatsache. Du kannst nur nach der Tora urteilen. Alles andere wird dir teuer zu stehen kommen, okay? Das musst du verstehen, okay? Sonst wirst du ultimativ zerstört, ganz einfach, okay? Breach the Living Water ist sowieso Israelit, okay? Klar, ja. Sowieso. Okay. Wieso weiß ich das? Ich weiß es an seinem Spirit, okay? Ich weiß, dass er von Juda ist, okay? Er selbst weiß natürlich auch, dass er von Juda ist, aber als er mir das gesagt hat, okay, ich habe sie sofort geglaubt, klingt jetzt seltsam, okay? Sondern ich wusste es, dass es tatsächlich so ist, okay? Es mag tatsächlich sein, dass ich da eine Gabe habe, okay. Ich kann auch teilweise erahnen, wo ein Bruder herkommt, okay. Ich empfehle dir auf jeden Fall, die Bücher, wie gesagt, zu lesen von den Stämmen Israels und dann kannst du selbst womöglich auch einschätzen, von welchem Stamm du bist. Dein Auserwählter sollte schon eigentlich zumindest eine Ahnung haben, wo er herkommen könnte, okay. Mehr sage ich jetzt dazu mal nicht, okay. Wenn du keine Vision, wie zum Beispiel ich, bekommen hast, okay, oder bei mir ist halt noch in dem Fall so, dass ich sage, okay, ich weiß, dass aus dem Gebiet ultimativ Leviten kommen und dann habe ich es im Traum sozusagen noch
danach irgendwann bekommen, okay. Und dann habe ich es halt verbunden und gesagt, ah, okay, verstehe. Okay. Ja. Okay. Und dann ultimativ, wie gesagt, ultimativ ist es aber der Spirit, okay. Genau. Ultimativ ist es der Spirit, okay. Das heißt, ich habe danach das Buch Levi gelesen, irgendwann danach komplett eigentlich unabhängig davon, okay. Und siehe da, so also manches, was dann in den Büchern drin steht über die Stämme, okay. Das wirst du entweder mit dir verbinden, glaub mir, weil es dir selber widerfahren ist, oder du wirst tief in deinem Inneren merken, wow, hier wird gerade über mich gesprochen. Okay. Wieso? Weil Jakobs Chromosom, okay, in dir drin steckt, in deiner DNA, in deinen Genen steckt, okay. Einzig und allein deswegen. You see? Ja, und hier hast du, wie gesagt, mit dem Gedenkstein, wo Jakob den Stein aufgerichtet hat und ihn sozusagen gesalbt hat. Und er gab ihm den Namen Bethel. Zuvor hieß die Stadt Luz, und Jakobs legte ein Gelübde ab und sprach: Wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen, und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. Er hat dann angefangen, seinen Zehnten zu geben. Was liest du hier noch? Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Okay. Also hier hast du schon das Gebot, hier Zehnter und so weiter. Also es war ihm davor wahrscheinlich schon, oder scheinbar schon bekannt, okay. Also ich denke nicht, dass Gott sich nach ihm gerichtet hat und gesagt hat, ah, okay, Jakob hat angefangen, mir einen Zehnten zu geben. Das heißt, ich mache jetzt ein Gesetz, wo ich sage, ihr müsst den Leviten euren Zehnten Teil geben. Jetzt nur ein Beispiel, okay. Oder halt heute, wie du halt hast, dass du heute deinen Zehnten an deine Lehrer, an die Gemeinde, wie auch immer, spenden sollst, okay. Ist ja ein Gebot so, okay. Nicht eins der 10 Gebote, aber weißt selber das Gesetz. Ich denke nicht, dass es Gott getan hat, okay? Ich denke eher, dass ihm hier schon bewusst war, dass dieses Gesetz existiert, okay, weil es überliefert wurde. Wonach ging Noah natürlich nach einer Überlieferung, einer mündlichen Tora, okay? Das sollst du eigentlich wissen. Und dementsprechend hat sich hier Gott nicht nach Jakob gerichtet, okay? Sondern ihm war natürlich hier schon klar, was es für Gesetze gibt. Und was es mit dem Zehnten auf sich hat. Deswegen hat er ultimativ natürlich hier angefangen, seinen Zehnten zu geben. Okay? Und Isaak hat auch nicht aus irgendeinem Grund gesagt, Vers 1, da rief Isaak, denn Jakob segnete ihn und gebot ihm und sprach zu ihm: Nimm keine Frau von den Töchtern Kanaans. Okay? Gilt natürlich heute auch noch. Heißt es jetzt, wenn du eine Kanaaniterin heiratest? Okay? Wie gesagt, eigentlich ist nicht so wichtig, wo die Frau herkommt, aber wie gesagt, schau einfach darauf, dass du keine Nicht-Israelitin zu dieser Zeit heiratest. Wenn es passiert, dann passiert es, und das Kind ist Israelit, okay, fertig. Okay? Nimm keine Frau von den Töchtern Kanaans. Okay, ultimativ nimmst du natürlich eine Frau aus deinem Stamm, okay? Kannst du heute sagen, ob die Frau jetzt genau aus deinem Stamm ist? Wahrscheinlich, ich sag's mal so, nichts ist unmöglich, okay? Probier's. Okay, bringt Segen. Okay? Aber es kann auch sein, dass sie halt nicht von deinem Stamm ist. Okay? Und es kann auch sein, dass sie keine Israelitin ist. Okay? Und es kann sein, dass du denkst, sie ist keine Israelitin und sie ist Israelitin. Okay? Spielt keine Rolle. Okay? Wenn du Israelit bist, dann ist dieses Kind auch Israelit. Um es jetzt mal so hier anzuführen. Okay? Nimm keine Frau von den Töchtern Kanaans. Okay? Also Isaak hat jetzt hier wahrscheinlich aus irgendeiner Überlieferung, die ihm Gott gezeigt hat, okay, oder Abraham hat ihm das gesagt, und Gott hat es ihm persönlich gesagt, und Noah und 8 Menschen haben überlebt und alles Böse wurde ausgelöscht und wie auch immer, okay? Ist eigentlich egal. Jedenfalls, ich lese einfach mal weiter, okay? Und Gott der Allmächtige segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du zu einer Menge von Völkern werdest, okay? Und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinem Samen mit dir, dass du das Land in Besitz nimmst, in dem du als Fremdling lebst, das Gott den Abraham gegeben hat. So entließ Isaak den Jakob, also ultimativ natürlich nicht Abraham, okay?
Abraham, schau dir einfach mal den Sternenhimmel an, okay? Und dann siehst du, was Abraham für Nachkommen bekommen hat, okay? Ist auch kein Zufall, dass Gott den Sternenhimmel benutzt, okay? Später liest du dann die vielen, die Leute zur Gerechtigkeit weisen, was nichts anderes als die Israeliten sind, die 100% Huf predigen heute, okay? Das heißt, wir sind sozusagen Sterne, so oder so sind wir Engel, okay, wie auch immer. Aber nur, dass du mal siehst, dass hier nicht durch Zufall Abraham auch hier, dass ihm das so gezeigt wurde, okay. Und gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinem Samen mit dir. Ultimativ wird dieser Same dann in Jakob, okay, perfektioniert. Perfektioniert in Jakob. Und Jakob hat auch nur die Verheißungen über das Königreich Gottes, okay, und dass sein Zepter, was speziell dann aus Juda entstehen wird, erstens niemals weichen wird und zweitens, Jahweh wird dann im Reich regieren, okay? Und ultimativ der Same von Jakob, okay? Nicht von Esau, nicht von, wobei Esau und Jakob Brüder waren, okay? Aber Esau hat sich viel mit anderen Nationen vermischt, okay? Wer auch immer, wie gesagt, es gibt Millionen von Nationen außerhalb Israels, okay? Sozusagen, okay? Und im Endeffekt, ja, aus Jakob kann nur der Segen kommen. Wer nicht aus dieser Linie ist, ja, wer nicht aus diesem Same ist, okay? Der Same wird durch den Mann in eine Frau getan, okay? Dann hat die Frau einen befruchteten Samen, okay? Das heißt, sie hat dann auch eine Form von Samen. Du liest von zwischen dir und deinem Samen will ich Feindschaft setzen, okay? Nachdem ihr der Same gegeben wurde, eingeführt wurde, okay? Du hast Sperma, okay? Was in die Frau eingeführt wird, okay? Und dann ist diese Frau besamt, so nennt man das, okay? Ich wiederhole es. Du hast einen Samen von einem Mann, der in eine Frau getan wird. Okay? Und dann ist diese Frau besamt. Aha, okay. Das heißt, eine Frau wird niemals über den Mann regieren können, eine Frau wird niemals über den Mann herrschen können, eine Frau wird niemals geistlich über den Mann stehen können. Okay? So sehr sie es auch versucht, sie wird zerstört und in der Gasse liegen. Okay? Speziell die, die es versuchen, okay? Wacht auf, auch ihr, okay? Auch wenn ihr so der größte Feind Gottes seid, okay? Diese möchte gern herrschenden Frauen, okay? Ihr könnt nicht über den Mann herrschen, okay? Und ultimativ werdet ihr das natürlich verstehen. Und hier wurde Abraham der Segen gegeben, okay? Und sie hieß nicht irgendwie jetzt hier Abrima oder sowas, sondern er hieß Abraham und war ein Mann, okay? Und Jakob war auch ein Mann, okay? Deswegen liest du auch immer Vorväter, gefühlte Millionen Mal, okay? Wie auch immer. Indem du als Fremdling lebst, und ich tue ganz sicher nicht Männer worshipen, okay? Das wäre das Letzte, was ich tue, okay? Sondern ich worshipe Gott, indem er uns die 100% Truth gibt, okay? Das heißt, wenn du schon hier zuhörst, wem du auch immer zuhörst, dann denk ja nicht, okay, dass der Mann jetzt besonders wäre, sondern denk immer an die Lehre, die diese Person von sich gibt. Es kann nur ein Mann sein, okay, weil von einer Frau wirst du nie Lehre empfangen, okay? Wenn du eine Ehefrau hast, dann wird sie mit dir über gewisse biblische Themen sprechen und so, okay? Und du wirst dir denken, ah, okay, meine emotionale Seite, weil sie ist ja dein schwächeres Glied, wie uns die Bibel sagt, okay, hat er jetzt etwas gesagt, wo ich jetzt natürlich nochmal darüber nachdenken muss, okay? Aber du hast doch ultimativ die Sache, wenn eine Frau ein Gelübde ablegt in dem Haus ihres Mannes und der Mann sagt, na nee, eigentlich nicht so schlau, okay, dass du das gemacht hast, dann kann er es aufheben, okay? Wieso kann er es aufheben als Mann? Dreimal darfst du raten, wieso, okay? Weil er das letzte Wort hat und halt über die Frau herrscht und nicht andersrum. Ist Unterwerfen schlecht? Natürlich nicht, okay? Wenn du Frauen hast, die
ihren Mann sogar teilen würden mit anderen Frauen, okay, dann zeugt es eigentlich nur, wie schlau sie oder wie fortgeschritten sie im Geist sind, okay, und was und dass sie Liebe tatsächlich verstehen auch, okay. Aber es lese es auch selber, wie auch immer. Auserwählten brauche ich sowieso sowas nicht zu sagen, okay. Also du redest mit deiner Frau natürlich über möglicherweise über biblische Themen, aber ultimativ das, was sie sagt, muss immer entweder von dir bestätigt werden, okay, in genau dem Zusammenhang und genau der Bedeutung, oder von dir korrigiert bzw. verbessert werden, okay. Sie ist dein schwächeres Glied, sie ist deine emotionale Seite sozusagen und sie braucht deine Führung, okay. Auch wenn Esau es geschafft hat, unsere Frauen so weit zu verwirren, dass sie denken, sie hätten tatsächlich, und das hat auch viel mit psychologischen Effekten zu tun, die damals in den Sklavenzeiten eingeführt wurden, okay, von den anderen Nationen. Ich rede jetzt nicht nur über Esau, wie auch immer, okay. Und sie ist immer noch in diesem Denken drin, wenn sie noch unter dem Fluch steht. Die meisten Israeliten sind heute erwacht und auch schon versiegelt und haben diesen Fluch nicht mehr und tun diesen Fluch verurteilen und sind auf dem Weg ins Königreich und auch schon mit dem Denken da drin, okay, und sind halt komplett im Segen schon, okay, und sehen sowas sowieso ziemlich schnell, Lichtgeschwindigkeit, dann auch, was los ist, okay, ganz einfach. So entließ Isaak den Jakob und er zog nach Paddan Aram zu Laban, dem Sohn Betuels, dem Aramäer, dem Bruder der Rebekka, der Mutter Jakobs und Esaus. Okay? Esaus dritte Frau. Okay, also Esau ist halt hingegangen und hat sich Ishmaelita zur Frau genommen. Ultimativ hat er sich auch Kanaaniter zur Frau genommen. Okay? Also Esau hat ja schon eigentlich schon gezeigt, dass er im Endeffekt nicht viel darauf gibt, was hier Isaak ihm sagt. Okay? Also jetzt nicht unbedingt hier aus deinem Stamm, nicht unbedingt hier von den Israeliten, wie auch immer. Okay, Jakob ist halt anders der Sache rangegangen. Und so weiter und so fort. Ja, lest dir auf jeden Fall, wenn du magst, die Tora-Portion von Genesis 28, 10 bis 32, 2 durch. Okay, wie gesagt, Mose war der demütigste Mensch auf Erden. Okay, und der hat ultimativ Kanaaniter geheiratet. Und, okay. Aaron, okay, war nicht unwichtig, okay. Und er hat auch mit Gott dann wirklich zu kämpfen gehabt, sozusagen. Okay, weil er ultimativ sich gegen, womöglich hat er noch nicht mal was gegen die Leviten, okay, Moses seine Söhne gesagt, sondern gegen Mose selbst, okay, gegen die Tatsache, dass er da geheiratet hat und so, wie auch immer. Aber ultimativ musst du heute, wie gesagt, aufpassen, was du sagst. Okay. Vor allem, ja, wenn wir allgemein zu dem Thema gehen, ist es ultimativ die Frau, okay, die dir hier ultimativ, wie gesagt, die Frau ist der ultimative Feind, okay. Die israelitische Frau heutzutage, die nicht sich so verhält, wie die Bibel es vorgibt, wie Gott es vorgibt, ist der schlimmste Feind von den Israeliten und Gott selbst, okay, weil die Israeliten auf dieser Erde repräsentieren Gott, okay. Gott würde niemals etwas hier tun auf der Erde, ohne dass er es zuvor durch seine Propheten gesagt hat. Wer sind seine Propheten, wo Feuer aus ihrem Munde kommt, okay? Wenn da steht, sie wollen den Propheten etwas antun, kommt Feuer aus ihrem Mund und so müssen sie getötet werden. Das heißt nichts anderes, okay? Das heißt jetzt nicht, dass jetzt hier irgendwie, wie das Nature 23 zum Beispiel, so ein Internet-Heidenchrist, der hier predigt, dass zwei Gestalten aus der Bibel, okay, irgendwo auftreten werden und dann wahrhaftig Feuer aus ihrem Mund kommt und die Leute dann sozusagen verschlingt und verbrennt, okay. Damit sind letzten Endes das Nord- und das Südreich gemeint, okay, also die Propheten, die Israeliten, okay, die direkt in Gott sind und hier Gott auf der Erde vertreten, okay, gemeint. Die Prophetie sprechen, was mit Feuer gleichzustellen ist. Und dieses Feuer wird nicht nur die zerfressen, okay, die was gegen die Propheten haben, sondern ultimativ alle anderen, okay, die nichts mit der Truth hier zu tun haben wollen, okay? You see? Ich glaube, so hat das tatsächlich, wenn nicht gesagt, dann meinte er es so. Jedenfalls denkt er das oder präsentiert er es so, als würden da zwei Propheten irgendwo rumstehen, okay? Und wie auch immer,
Okay. Also es zeigt ja halt, dass die Heiden keine Ahnung haben, okay. Und so weiter und so fort. Naja. Also, wie gesagt, stay clean, okay, in the spirit und im Herz, okay. Dann wirst du auch den richtigen Weg gehen, okay, und den wichtigen Weg erkennen, okay. Und ja. Okay, ich wollte nur ein bisschen auf die Tora-Portion eingehen, weil es ein wichtiger Aspekt ist, okay. Und sei bedacht darauf, okay. Es gibt viele Feinde Israels, okay. Und sie sind ultimativ ein Beweis dafür, okay, dass Gott sich hier verherrlicht. Und er fängt dabei an, indem er uns hier zu seinen Propheten macht und seine Worte durch unseren Munde spricht. Okay. Das wollte ich dir einfach kurz zeigen und ja, I'm out. Okay.